liebe Freunde der Küchengespräche oder auch Kitchen Talks auf Deutsch. Heute ein Gast, um den wir wirklich gerungen haben seit der Europawahl, Claudia Gamon, die es geschafft hat ins Europaparlament, das uns gefreut hat, wirklich sehr, weil wir haben sie gesehen bei einer Veranstaltung, ich glaube, war der Bürgersalon, ist das korrekt, Kollegen, wo sie mich zumindest und auch einige andere schwer beeindruckt hat mit ihrem Fachwissen und, wenn ich so sagen darf, einer für mich ehrlich empfundenen Leidenschaft für die politische Arbeit und Europa als Ding sozusagen. Ist das korrekt? Ja, absolut. Ja. Wo kommt das her? Was hat dich inspiriert zu sagen, ich widme mein Leben und das, wer sich auskennt, das ist ja nicht einfach. Ich hoffe, du erzählst ein bisschen was über den Alltag auch jetzt. Der Politik zu widmen, anstatt im Marketing, das du studiert hast und in der Wirtschaft, im Betrieb der Eltern, Weinhandel, wahnsinniges Geschäft, Traumberuf vieler, dort zu bleiben und dich zu engagieren im Politischen. Ja, ich könnte jetzt gar kein so einzelnes Ereignis oder Erlebnis heraussuchen, das dann dazu geführt hat, man kommt irgendwie dazu und dann rutscht man rein oder man rutscht ab ins Milieu und kommt nicht mehr raus. Ins Milieu, aber weil als Jugendliche, ich denke doch, also du machst das mit Begeisterung und da steckt viel Arbeit dahinter. Mhm. Ich kann mich erinnern, wir werden noch drüber reden, du hast über Fachgebiete, dann batsch und was da und das sind einige Schwergewichte, also Menschen, die lange in der Politik sind und du hast sie relativ gut da im Griff gehabt und niedergebügelt. Also diese Energie, diese Determination sozusagen ist ja nicht nur Karriere. Ne? Da, also hast du einen sozialen Eigentlich Auftrag? Eigentlich war es nie Karriere. Also halt, ich meine, als ich angefangen habe bei den jungen Liberalen, hat es keine liberale Partei im Nationalrat gegeben. Das heißt, alle, die damals dabei waren, hatten jedenfalls nie vor, damit Karriere zu machen, weil wo hätten wir das gemacht? Also das war Überzeugung und ein Hobby eigentlich. Du sagst, keine liberale Partei. Klar, Heide Schmidt war ja hier und hat auch erzählt, wie das passiert. Mhm. Spannend, dass es dann die Neos begonnen hat zu geben. Was ist es am liberalen Gedanken oder was ist dieser Grund, der auch diese Partei, diese Bewegung zusammenhält? Was heißt das für dich liberal? Also es hat natürlich jeder ein bisschen seinen eigenen Fokus im Liberalismus, was einem besonders wichtig ist. Aber das Schöne in einer liberalen Partei, obwohl man natürlich unterschiedliche Bereiche auch im Spektrum abdeckt, wer mehr interessiert ist an Gesellschaftspolitik, wer mehr interessiert ist an Wirtschaftspolitik, wer sich vielleicht selber als linksliberal definieren würde oder was auch immer rechtsliberal sein sollte oder whatnot, ist das, und man merkt es auch bei der Europäischen Liberalen Partei, wo ja viele dabei sind, die auch einen unterschiedlichen Fokus haben, ist, dass man sich bei den wesentlichen Dingen immer einig ist. Und das ist die Frage, wie sieht man das Individuum in einer Gesellschaft? Soll man dem möglichst viel Freiheit ermöglichen? Wie sieht man das Individuum im Verhältnis zum Staat? Soll der möglichst selbstbestimmt sein? Wie sieht man den Staat im Verhältnis zum Privatleben? Soll er sich möglichst raushalten, beziehungsweise ganz raushalten? Und wie sieht man auch den Umgang in der Politik? Soll da die Vernunft im Mittelpunkt stehen? Soll da, ist man optimistisch, was den Fortschritt betrifft? Hat man ein Vertrauen in die Wissenschaft? Das sind alles Dinge, wo sich Liberale immer sehr einig sind. Und natürlich kann man dann in manchen Bereichen unterschiedliche Meinungen haben, aber es sind diese grundlegenden, auch philosophischen Dinge, wo man immer wieder zusammenfindet und das macht auch die liberale Parteienfamilie in ganz Europa aus und das macht auch NEOS aus. Also sehr bunt, es ist sehr viel Platz, weil man muss ja gewisse Freiheiten erlauben, aber diese Grundgeschichten, vor allem die Freiheit des Individuums, das eint euch alle sozusagen. Ja, und es ist auch, es ist eine Möglichkeit, frei von Dogmen Ideen abzuleiten davon. Weil man ist natürlich auch als Liberaler im Verlauf der Zeit immer wieder mit neuen Fragen konfrontiert. Die Gesellschaft ändert sich und es gibt da keine absoluten Wahrheiten, sondern man muss liberale Grundsätze im Verhältnis zur Zeit, in der sich die Welt befindet, die Gesellschaft verbindet, ableiten können. Also die Freiheit des Individuums hat für einen Liberalen vor 150 Jahren was anderes bedeutet als jetzt. Und
Was mir aber immer imponiert bei liberalen Menschen ist, dass sie immer die Bereitschaft haben, ihre eigenen Ideen zu hinterfragen, dass sie die Bereitschaft haben, ihre eigenen Ideen kritisch zu sehen, kritisch zu hinterfragen, weil man so ein Streben danach hat, die wirklich beste Lösung zu finden. Das heißt, Liberalismus an sich ist keine klassische Ideologie. Also das in ihrer Reaktion auf das, was sich abspielt im Prozess des Lebens. Also ich finde, dass sich, kommt es darauf an, wie man Ideologie definiert, aber in meiner Wahrnehmung kann ein Liberalismus nie dogmatisch sein, weil es widerspricht den Grundsätzen. Es ist trotzdem eine Ideologie in diesem Sinne, weil es eine philosophische Haltung hat. Okay, weil es klarlegt, diese individuelle Freiheit. Es ist ein Ethos, es ist eine Art und Weise, wie man die Gesellschaft betrachtet und dadurch Politik ableitet. Also es steht eine Kette an Philosophie dahinter bis ins 19. Jahrhundert, wo es dann wirklich herausgekommen ist. Ja, aber ich glaube, der Grundsatz daran, wie man das eigene Denken immer wieder hinterfragt, oder zumindest so würde ich meinen Liberalismus definieren, ist das, was es letztendlich ausmacht und warum ich auch davon überzeugt bin, dass eine liberale Grundhaltung zu guten politischen Lösungen führt, weil politische Lösungen sind nur dann gut, wenn man sie auch immer wieder ständig hinterfragt und sich challengen lässt. Und das macht den Liberalen aus. Das lasse ich gerne so stehen. Du hast schon etwas Zentrales angebracht. Jetzt werfe ich meinen Plan um und frage dich gleich mal dazu. Die Rolle des Staates im Leben des Individuums. Mhm. Ich meine, wir kennen die Diskussion aus Amerika, wer sich damit beschäftigt, da gibt es so, dann ist es die republikanische Seite, die ja sehr konservativ sein kann oder eben sehr liberal im Sinne von so möglich als wenig, so wenig als möglich, Entschuldigung, was war denn das? Ja. So wenig als möglich. Wie siehst du die Rolle des Staates, gerade wenn man sagt, Österreich ist für mich, ich lebe nicht mehr hier, aber ich bin hier geboren, ein klassisches Land, wo der Staat unheimlich busy ist, also wo es unheimlich viel Reglementierung und Staatseinfluss gibt. Wo sind da für dich die Grenzen? Was soll er machen, der Staat, und wovon soll er die Hände lassen? Ich tue mir da schwer, jetzt quasi das taxativ aufzulisten, das ja, das klar, nein. Ja, keine Frage. Wir werden nicht all-inclusive sein, aber was denn ins Hirn kommt so? Ich glaube, wir sollten uns da eher an allgemeine Grundlagen halten und weniger das Ganze. Natürlich kann man es an Beispielen abhandeln, aber auch die sind nie so schwarz-weiß. Ich bin auch überhaupt keine Libertäre, also quasi ich habe da keine radikale Haltung, der Staat muss sich aus allem fernhalten. Vor allem, weil es die Frage ist, wie definiere ich den Staat? Und wenn der Staat die politische und verwaltungstechnische Organisation und Vertretung unserer Gesellschaft ist und auch die Form, wie wir uns selber organisieren und einander unterstützen, dann ist es auch was anderes, als wie wenn es quasi, also auch die Staatsform oder wie der Staat organisiert ist, wie die Verwaltung organisiert ist, wie stark sie ihren Steuerzahlerinnen und den Bürgerinnen des Landes dient oder wie sehr sie schon von denen entfernt ist, ist auch ein relevanter Faktor, wenn Total. Man das betrachtet. Aber so grundsätzlich glaube ich, man muss sich einfach bei jeder Einzelmaßnahme wieder die Frage stellen, ist es wirklich notwendig, dass wir das in Richtung Staat verlagern? Oder gibt es zum Beispiel auch ein Zwischending, wo wir dem Individuum, dem einzelnen Bürger, der einzelnen Bürgerin mehr Selbstbestimmung ermöglichen können? Aber nehmen wir ein Beispiel her, wo man oft von konservativer Seite dann zu hören kriegt, das ist ja überhaupt nicht liberal. Also etwas mitten aus dem Leben, nämlich was hat der Staat eigentlich mit reproduktiven Rechten zu tun? Okay, bitte definiere reproduktive Rechte. Das ist ein breites Politikfeld, aber ich hänge es jetzt mal auf an dem Thema Verhütung. Ja. Ein paar Fakten zum Dazwischenstreuen, um den Kontext herzustellen. Österreich hat laut diversen Studien, haben die Österreicherinnen und Österreicher ein sehr beschränktes Wissen darüber, was funktionierende und effektive Verhütung ist. Und das führt auch dazu, einer hohen Verbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten, aber auch ungewollter Schwangerschaft. Entschuldige, in der Radikalen von der reproduktives Recht, aber vor allem ist die Abtreibung natürlich, die steht sozusagen am Ende der Kette, ne? Oder am Anfang. Aber Österreich hat laut Studien eine sehr, sehr hohe Anzahl von Abbrüchen. Und
werden. Da kann man natürlich unterschiedlich dazu stehen. Ich stehe dazu, dass man sich die Frage stellen muss, warum gibt es bei uns mehr Abbrüche als in anderen Ländern? Wir dürfen eine Antwort wagen. Das hat natürlich weil das Wissen über funktionierende Verhütung wahnsinnig schlecht ist. Und das liegt natürlich daran an Rollenbildern in der Gesellschaft, das liegt daran, wie man Aufklärung in Schulen lebt, das liegt daran, wie man generell mit dem Thema umgeht, quasi versucht man es zu verstecken und ein paar einzelnen Lehrern aufzutragen, oder geht man als Politik offen damit um, nämlich anerkennend, dass Menschen nun einmal Sex haben und wir darüber reden müssen, das ist ein Teil des Lebens, und dass uns das betrifft. Und dass uns das was angeht. Darf ich als ehemaliger Ministrant einstreuen oder dich fragen, ob du glaubst, und ich sage das jetzt wertfrei in dem Sinn, dass ich wirklich niemanden angreifen möchte, der in einer gewissen spirituellen Richtung erzogen worden ist, aber hat es auch etwas damit zu tun, dass das Konservative in Österreich doch noch sehr mit dem Katholizismus... Ja, Logo, ja, natürlich okay, hat es damit zu tun. Ja, also das liegt auch daran... Letztendlich viele Dinge, die dazu führen, summa summarum, das wollte ich eigentlich sagen, wir tun uns extrem schwer mit Aufklärung. In vielen Gebieten, weil das spielt ja dann wieder in die Technologien hinein, also die CRISPR-Debatte, also genetische Modifikation. Nein, da kommen wir später dazu. Aber nur um das Beispiel nochmal zu illustrieren. Ja. Ich glaube ganz fest daran, dass es wichtig ist, Frauen die Möglichkeit zu geben, so selbstbestimmt wie möglich mit ihrer Sexualität umgehen zu können. Weil es ist für Frauen dann einmal was anderes als für Männer, weil ihr könnt nicht schwanger werden. Und das ist etwas, was wahnsinnige Konsequenzen hat im Leben eines jeden, auch im Leben eines jeden Vaters. Das hat einfach, bringt unglaubliche Veränderungen mit sich. In Österreich bringt das für Frauen die Veränderung mit sich, dass sich ihre Karriere verändert, dass sie dadurch oft, wenn sie Mütter werden, lange Erwerbsunterbrechungen haben, in eine Teilzeitfalle, Spirale kommen, wenn sie dann nebenbei arbeiten wollen. Das bringt einfach viel mit sich. Ich muss dich jetzt unterbrechen, weil das interessiert mich als Vater, der vor wenigen Monaten bei der Geburt dabei war. Du sprichst ein sensibles Thema an. Aber was würde sich die liberale Frau von nicht einmal ihrem, von dem Mann wünschen oder von den Männern wünschen? Wie sollten wir uns verhalten, gesellschaftlich, nicht nur dem Thema gegenüber, um euch, klingt so blöd, das wäre eine andere Spezies, aber es bestehen diese Unterschiede ja noch. Ja. Wie sollte sich der liberale Mann verhalten, im besten Fall? Ja, da kommen wir jetzt zu dieser philosophischen Frage. Ich glaube nicht, dass der Liberalismus vorzugeben hat, was ist die ideale Verhaltensweise. Oder okay, was würde man sich wünschen? Was macht der liberale Mann? Die Frage ist, was kann ich für Rahmenbedingungen schaffen, damit das Individuum möglichst frei sein kann? Gut. Und diese Rahmenbedingungen schaffe ich zum Beispiel damit, indem ich einen wirklich niederschwelligen und günstigen Zugang zu funktionierenden Verhütungsmitteln schaffe. Und das ist für NEOS zum Beispiel auch, dass man für Minderjährige Verhütungsmittel kostenfrei zur Verfügung stellen sollte. Und dann kommt oft die Kritik, was hat das mit liberal zu tun? Man muss ja den Leuten kein Geld dafür geben, dass sie Sex haben. Das ist natürlich ein total reaktionäres Weltbild, das da zum Vorschein kommt, weil es hat schon etwas mit Selbstbestimmung zu tun. Sexualität ist etwas, was mit Menschsein auch zu tun hat. Und das ist besonders für Frauen nun einmal was anderes als für Männer. Und deshalb ist es wichtig, Frauen darin zu unterstützen, dass sie aufgeklärt, selbstbestimmt mit ihrer Sexualität umgehen können. Und da ist Verhütung eine ganz große Sache dabei. Und deshalb ist es für mich auch eine ganz klar liberale Antwort, dass man sagt, aufgeklärt mit dem Thema umzugehen, die Möglichkeit und den Zugang zu sicheren und funktionierenden Verhütungsmitteln zu haben, ist ein wichtiger Teil darin, in seinem Privatleben auch selbstbestimmt leben zu können und mit dem Thema Sexualität und reproduktiven Rechten umgehen zu können. Ich folge dem und bin nicht unglücklich, dass du das hiermit in den Wahlkampf eingebracht hast. Ja, wirklich. Gibt es noch etwas, das dir jetzt als Person auch noch so nahe liegt als Issue, als Thema? Das auch vielleicht zu wenig, weil dieses Thema kam auf, über diese Vereinsgeschichte, Vereine, die sich um Aufklärung in Schulen bemüht haben und so weiter und um so fort. Um Aufklärung, ja, das war ja, die absolute
Konter aufklären, das war wirklich die sexuelle Gegenreformation. Das ist, hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt. War dann aber sicherlich sagen, können wir vermuten, dass es auch ein Stück weit politisch so gewollt war, wie kommen Vereine dazu, dass sie dann sozusagen in öffentlichen Schulen tätig werden? Steht da Politik dahinter? Das weiß ich nicht einmal, aber ich glaube, wir können es. Das sind ja natürlich Phänomene, die eine Konsequenz dieser jahrzehntelangen Politik in diesem Bereich sind. Wenn sich das einfach so etabliert im Bildungssystem, dass das Thema Aufklärung so verschachtelt wird und so zu einem Nischenprogramm erklärt wird, dass man sagt, das ist quasi so ein Pflichtding, das muss abgehandelt werden in Schulen, damit man das abhaken kann, anstatt man es als wirklich wichtige Information sieht, die man mündigen jungen Bürgerinnen mit auf ihren Lebensweg geben möchte, dann wundert es einen eigentlich nicht, dass das dann schlussendlich solche Dinge zustande kommen. Kontext für die Zuseherinnen, es geht um diesen Verein Filmstar, der Aufklärung gemacht hat, aber das war eigentlich, im Endeffekt ging es um Abstinenz, teilweise Homophobie, die dort verbreitet worden ist und das genau, was man eben nicht haben möchte, nämlich, dass man jungen Menschen vermittelt, dass ihre Sexualität irgendetwas Seltsames, Schräges, Schamvolles oder was auch immer sein soll. Ganz blöde Idee, führt zu Traumatern und macht keine bessere Gesellschaft. Aber ich meine, es ist einfach wahnsinnig wichtig, über solche Themen zu reden, vor allem dann, wenn sie gerade in einem Land wie Österreich einfach jahrzehntelang bewusst tabuisiert worden sind von der Politik. Ja, dann bleiben wir doch dabei. Du bist keine Jugendliche mehr, ja? Also du bist eine Frau, eine junge Frau, die voll im Leben steht, die voll in der Politik steht, wahrscheinlich so um einen 16-Stunden-Tag hat, im Moment glaube ich zwischen Brüssel und Wien oder zwischen Europaparlament und Wien hin und her fährt, aber wirklich voll im Leben steht. Nicht dennoch, zusätzlich jedoch hast du aber diesen Zugang noch, und das sieht man auch zu jungen Menschen, ja, du sprichst die natürlich mehr an als jemand, der so wie 50 und darüber ist. Das ist ein Thema, das junge Menschen extrem berührt, viel mehr berührt, als wenn man dann die Kinder schon hat und sie putzen muss und die anderen Dinge macht. Was gäbe es denn noch für Themen, die speziell, du der Meinung bist, die für die junge Wählerschaft wesentlich sind, die unter die Räder kommen in Wahlkämpfen, so wie diesem hier? Ganz viele Themen. Es gibt ganz viele Themen, die für junge Menschen nicht ausreichend thematisiert werden. Und das liegt natürlich auch an diesem generellen Thema, wie stark sind junge Menschen auch in der Politik überhaupt repräsentiert. Antwort? Jetzt hast du gesagt, ich habe einen guten Zugang zu jungen Menschen. Ich bin jetzt 30. Mhm. Ich bin der Meinung, dass viel jüngere Menschen als ich auch Jugendpolitik machen sollten. Aber es ist ein Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt, dass ich im Europaparlament zur Gruppe der jungen Abgeordneten gehöre. Und es gibt da einfach nicht viele. Und als ich das erste Mal im Nationalrat eingezogen bin, war ich die jüngste weibliche Abgeordnete mit 26. Darf ich dich nur kurz halt den Gedanken, den Fluss. Ich möchte dich nur kurz dazwischen fragen. Wahlrecht ab 16? Also ab wann? Das ist in meinem Kopf nicht klar. Ich möchte es nicht großartig diskutieren, aber von deiner Seite her ist es gut. Ja, ich finde das richtig und wichtig. Okay. Was ich nicht verstehe, ist, warum man zwar mit 16 schon wählen kann, aber volljährig ist man erst mit 18. Also ich bin der Meinung, das gleiche Alter sein. Ist man das? Ich bin es noch immer nicht wirklich. Ja. Was heißt dann die Volljährigkeit? Oh, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube jedenfalls, es ist jedenfalls ein vergleichsweise willkürlich gewähltes Alter. Also das muss man schon sagen. Ja. Ich halte das für sehr sinnvoll, junge Menschen auch wählen zu lassen. Ich halte das für sehr sinnvoll, weil viele von ihnen Steuern zahlen, schon im Berufsleben stehen. Ja, okay, das ist ein Argument. Man kann da nicht immer nur mit der Brille draufschauen, wenn man selber bis Mitte 20 noch in Ausbildung war, sondern es gibt viele junge Menschen, die starten da schon voll ins Berufsleben. Man kann schon mit dem Führerschein anfangen, man kann von zu Hause ausziehen und sich eine Wohnung suchen, man kann alles Mögliche machen und deshalb sollte man auch wählen können. Super, okay, klare Antwort. Ich möchte es jetzt nicht diskutieren über Reife, Unreife, wovon das abhängen sollte. Zurück zum Fluss, zurück zu den Themen, die jungen Menschen bewegen. Wirf noch so ein paar Dinge auf den Tisch, mehr oder minder detailliert.
alles Mögliche. Also erstens einmal plädiere ich dafür, auch zu sagen, natürlich gibt es Themen, die junge Menschen mehr beschäftigen als andere, aber es gibt ganz wenige, wo ich sagen würde, das sind Jugendthemen. Und ich glaube, die Politik sollte auch aufhören, darauf zu schauen, das sind Jugendthemen oder nicht Jugendthemen, genauso wie wir auch quasi nicht sagen, Pflege, das betrifft nur Menschen ab 60. Das ist ja auch nicht wahr, sondern das ist etwas, was gesamtgesellschaftlich relevant ist. Junge Menschen haben halt aufgrund der Situation, in der sie sich befinden in ihrem Leben, oft andere Prioritäten. Sie sind zum Beispiel entweder noch mitten im Bildungssystem drinnen oder gerade raus und haben noch die Uni vor sich. Das heißt, sie empfinden einen großen Schmerz oft dabei, wie wenig weitergeht in der Reform des Bildungssystems. Sie haben das am eigenen Leib mitgekriegt, wie wenig sich da verändert. Deshalb ist für sie Bildungspolitik wichtig. Es ist für sie Klimapolitik wahnsinnig wichtig, weil sie wahrscheinlich sie die Perspektive beklemmend finden, dass vielleicht in ihrem Erwachsenenleben der Planet wird, ja, ganz anders, ja, ausschauen wird. Ja. Und das ist auch ein beklemmendes Gefühl. Junge Menschen wollen Freiheit erleben und haben dadurch wenig Verständnis für ebenso willkürliche Regelungen wie, warum ist Alkohol legal, aber Gras zum Beispiel nicht? Ja, das frage ich mich, seitdem ich rauche. Also, Entschuldigung, ich bin geoutet, verdammt. Wir sind frei. Ja. Ja. Okay, das besprechen wir auch jetzt nicht, aber ist eine gute Frage. Also die Wahl der Substanzen, die ich mir zuführen darf, wie kann das ein Staat regeln? Ja, und dann natürlich, manchmal trifft man dann auf, ich sage jetzt mal Erwachsene, die sagen, warum ist das so wichtig? Aber zum Beispiel, wenn man aufgrund eines lächerlichen kleinen Deliktes als junger Mensch etwas eine Vorstrafe bekommt, die dann ein Leben lang überall drin ist. Ja, das ist bitter und ich finde, das ist lächerlich und gehört abgeschafft. Nur bitterer ist auch noch, wenn ich das erwähnen darf, dass die Zerstörung des Gehirns, des Systems und auch die Störung des Verhaltens bei Alkohol unverhältnismäßig massiver ist. Ne? Also Alkohol ist das härtere Gift im Gehirn. Aber das ist ein spezielles Thema. Aber da sind wir wieder bei so einer liberalen Grundhaltung. Ich würde es für schlecht halten, ich würde meinen besten Freunden natürlich nicht nahelegen, dass sie sich ab morgen einfach alles reinschütten sollen, was sie möchten, sondern wenn, dann möchte ich sagen, hey, hast du dich informiert? Weißt du wirklich alles darüber und kannst du eine aufgeklärte, informierte Entscheidung über deinen eigenen Körper treffen? Und das ist das, was letztendlich relevant ist. Und wenn man sagt, ja, ich weiß, dass weder ein Glas Rotwein noch fünf Glas Rotwein noch ein Joint wahrscheinlich gesünder sind als nichts zu sich zu nehmen. Aber ich bin ein freier Mensch und ich treffe diese Entscheidung bewusst. Das ist einfach ganz was anderes, als wenn der Staat diese Entscheidung für dich trifft. Also ich mache jetzt natürlich gar nichts mehr außer Yoga, muss ich dazu sagen. Ja, das ist so. Yoga fährt viel besser, sage ich auch allen. Ist tatsächlich so. Aber das setzt doch voraus, um diese Entscheidungen treffen zu können, ist ja wieder die Frage der Information. Das heißt, Themen, über die man nicht spricht, über die kann sich niemand informieren. Das heißt, wo geht ein Jugendlicher hin, sich über etwas zu informieren, was in einer Gesellschaft gar kein Thema sein darf? Ja, das ist auch ein guter Punkt, weil natürlich, und das ist gerade beim Thema Cannabis, wenn ich in vielen Schulen, wo ich hingehe, gibt es zwei, drei Themen, die immer relevant sind. Wie steht es hier zum Klima? Wie steht es hier zu Gras? Und was ist das? Der dritte Punkt ist oft ein Bildungsthema, Zentralmatura zum Beispiel. Und jetzt können natürlich quasi lang gediente Innenpolitikjournalisten und Abgeordnete, die seit Jahrzehnten im Parlament sind, darüber lachen, dass das Kleinigkeiten sind, aber es sind für junge Menschen keine Kleinigkeiten. Es sind gesellschaftlich auch überhaupt keine Kleinigkeiten. Genau, und es führt aber dadurch, dass junge Menschen so schlecht repräsentiert sind in der Politik und in der Verwaltung, im Management der öffentlichen Verwaltung,
führt das meiner Meinung nach auch dazu, dass diese Themen auch in der öffentlichen Information marginalisiert werden. Gut, dann unterbreche ich dich auch hier wieder kurz. Der Kollege Heimer hat mir das nahegelegt und ich habe mir gedacht, okay, die schreiben mir das irgendwo auf, dass wir drüber reden mit den jungen Menschen. Jetzt sind wir voll drinnen und genau ist es gut so. Was wären denn so Ansätze für eine Lösung oder wie könnte man auf der einen Seite die jungen Menschen mehr motivieren, sich gesellschaftlich zu beteiligen? Oder, was viel wichtiger ist, wie könntet ihr in der Politik die Strukturen schaffen, damit das überhaupt möglich ist? Also was gibt es im Moment für Möglichkeiten und wie würdest du sagen, dass man das optimieren kann? Es gibt viele Möglichkeiten. Einerseits ist natürlich die Verantwortung bei politischen Parteien, dass sie Diversität auch wirklich leben. Da geht es nicht nur um Geschlechter, da geht es auch um die Verteilung des Alters, wer in einer Partei aktiv sitzt, da geht es um Hintergründe im Leben, dass man aus unterschiedlichen Berufen kommt. Menschen mit Migrationshintergrund die Möglichkeit gibt, auch stärker repräsentiert zu sein in der österreichischen Politik, aber eben auch das Alter. Jungen Menschen eine Chance zu geben, weil damit junge Menschen ins Parlament kommen. Als Parteien, also das jede hat ihre Organisation. Da hat eine Partei meiner Meinung nach auch die Verantwortung. Jetzt ist das in Österreich schon ein bisschen besser geworden, aber ich glaube, da geht noch was. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Junge Menschen müssen in der ganzen politischen Landschaft repräsentiert sein. Nicht nur im Nationalrat, sondern vor allem auch im Landtag und auch in den Gemeinden. Und das ist etwas ganz Wichtiges, weil ich schon sehr stark daran glaube, dass Politik auch dort am effektivsten ist, wo sie sehr nahe an den Bürgerinnen und Bürgern dran ist. Du kommst aus einer Gemeinde, also du kennst die aus. Ja, also, ich komme vom Land. Du kommst vom Land. kann man so ich sagen. Und das ist nichts, wichtig. Keine Schande, das darf man auch immer, also man sagt, dass man kommt. Ja, man kommt vom Land. Und es ist wichtig für junge Menschen zu sehen, dass ihre Peers, ihre Kollegen, mit denen sie in Vereinen aktiv sind, mit denen sie in der Schule waren, sich engagieren, in die Gemeindevertretung gehen, dort dafür kandidieren und oder auch Bürgermeister, Bürgermeisterin werden. Und das ist gelebte Einbindung aller Generationen in Österreich, die meiner Meinung nach meiner Überzeugung nach auch dazu führen wird, dass diese Themen, die junge Menschen wirklich beschäftigen, auch besser in der Politik repräsentiert und proaktiver beackert und behandelt werden. Und das ist, finde ich gut, also du sagst, dass von den Parteien muss das ausgehen, weil die haben ja die Strukturen. Es gibt die Junge so und es gibt die Junge so, also jede Partei hat ihre Jugend. Lass uns doch nicht zurückkehren, das impliziert das ja alles. Lass uns noch ein bisschen über das Bildungssystem sprechen. Mhm. Ich war sehr erstaunt, als ich mit 17 aus dem Gymnasium ausgestiegen und dann nach England gegangen habe, dort A-Levels gemacht. Ich war unheimlich erstaunt darüber, wie Bildung, ist nicht alles gut, aber wie das anders funktionieren kann. Und das ist schon eine Zeit lang her. Was sind die Hauptdinge, die du kritisieren würdest am gegenwärtigen Bildungssystem in Österreich noch und was wären so Reformvorschläge, die man tatsächlich, wie du sagst, ich meine, die Thematik geht seit den 70er Jahren, soweit ich mich noch als Kind damals erinnern kann und es hat sich ein bisschen was getan, aber überraschend und erschreckenderweise nicht sehr viel. Ein Bildungssystem muss den Herausforderungen der Zeit gerecht werden. Ein Bildungssystem muss den Herausforderungen der Zukunft gerecht werden eigentlich. Mhm. Und das schafft das österreichische Bildungssystem nicht. Weil wenn man auf die Zukunft schaut, was müssen junge Menschen können, damit sie ihr Leben erfolgreich meistern können, lebendige, engagierte Teilnehmerinnen in der Gesellschaft sein können, dann geht es darum, dass ein Bildungssystem einerseits die Möglichkeit haben muss, eine breite Allgemeinbildung zu vermitteln, die jedem jungen Menschen ermöglicht, emanzipiert, mündig leben zu können. Eine Grundlage dafür schafft, dass man Talente entdeckt, diese Talente auch fördern kann, wenn man wirklich in Richtung einer Exzellenz geht, nicht nur in Naturwissenschaften, auch in Kunst und Kultur. Und dass dieses Bildungssystem auch schafft, jenen Kindern, die sich in manchen Bereichen etwas schwerer tun, die speziellen auf sie zugeschnittenen Instrumente und Hilfsmittel in die Hand zu geben, damit sie das trotz alledem auch mit Freude und Leidenschaft meistern können. Zum Besten ihres Wissens. Genau. Ja. Und dann haben wir aber auch noch das Überthema, dass das Bildungssystem eben auf die Zukunft vorbereiten muss, nämlich darauf, eine Antwort zu finden, was die jungen Menschen, die jetzt Kinder sind und in der Schule sind, eigentlich in 20 Jahren brauchen. Und in einer Welt, die sich so schnell ändert, wo sich auch unsere Wirtschaftsgrundlage so schnell ändert im Sinne davon,
was ein einzelner Mensch beitragen kann, also wenn, die wir Arbeitswelt stark wenn sich Arbeitswelten radikal, stark verändern, dann gibt es ganz viel Forschung in diesem Bereich, die jetzt sagt, unsere Kinder müssen weiterhin das machen können, was eine künstliche Intelligenz nicht oder noch nicht kann, nämlich kreativ zu denken, empathisch zu sein, logisch denken zu können und das im Alltag anwenden zu können, Menschen zusammenbringen intuitiv können. Intuitiv Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und ich glaube, jetzt habe ich ganz viele Dinge aufgezeigt und aufgelistet, die ich im österreichischen Bildungssystem so leider nicht sehe. Also du siehst keine Struktur, die dem zuarbeiten würde. Also genau. Eine Flexibilität, die bestehen muss, um die Fähigkeiten zu Problemlösungen zu unterrichten und nicht Antworten zu lehren. Ein ganz schmerzhafter Fakt im österreichischen Bildungssystem ist natürlich auch, dass es total darauf ankommt, in wo ein Kind lebt, wer seine Eltern sind, und das hängt dann davon ab, ob man in eine Schule kommt, wo man Lehrer hat, die das meistern können. Also oder implizite Klassen, sagen wir es doch, also es gibt ja nach wie vor so eine Art von Klassenschulsystem, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht einmal, ob es um das geht. Das ist in Städten ein Problem, aber was regional in Restösterreich ein Problem ist, ist, dass es viele spannende Schulversuche gibt, mit Schulen, die spannende Dinge probieren, wo man super engagierte Lehrer auch hat. Das Problem ist, dass das Schulsystem jetzt in Bezug auf die Verwaltung und auf das, was von oben herabkommt, nicht darauf ausgelegt ist, diese Dinge, die wir jetzt eingangs besprochen haben, wirklich dafür zu sorgen, dass diese ganz systematisch in jeder Schule abgedeckt werden. Also, dass man schaut, übers Land verteilt, wo geht was gut und dann so davon lernt und das dann sozusagen bundesweit impliziert. Genau. Und das ist aber jetzt quasi vom Hundertste ins Tausendste zum Schluss zu kommen. Das ist auch der Grund, warum NEOS so stark dafür plädiert, auf das Thema Schulautonomie zu setzen. Weil man einfach mittlerweile anerkennen muss oder einfach sich klar eingestehen muss, wir können nicht von oben herab diktieren, jede Schule wird die innovative Schule, weil sie A und B und C folgt und diese Dinge aus dem Handbuch umsetzt. Wir können aber dafür sorgen, dass eine möglichst hohe Anzahl an Schulen diese innovativen Schulen werden, indem wir ihnen die Rahmenbedingungen geben, dass sie das vor Ort selber lösen können. Okay, also es gäbe dann sozusagen ein Curriculum, also ein Grundkonsens über das, was man auf jeden Fall unterrichten, lernen, wissen muss. Also so einen Kanon, aber darüber hinaus eine extreme Flexibilität der einzelnen Schule. Ja, und zwar aus unterschiedlichen Gründen. Erstens einmal, weil das Schulsystem ist so breit gefächert, es gibt so viele unterschiedliche Schulen in Österreich, die engagiertes Lehrpersonal haben, die engagierte Direktorinnen und Direktoren haben und die das auch aus eigener Kraft heraus machen möchten, weil sie sagen, wir möchten hier am Standort etwas ausprobieren oder weil sie sagen, das ist hier bei uns anders, weil in dieser Gegend sind wir eingebettet mit diesen und jenen Unternehmen, weil wir haben diese und jene spezielle Voraussetzung, whatever es auch sein mag. Und wir möchten das einfach tun und man soll uns die Freiheit dazu geben. Und das zeigt sich eben an vielen einzelnen Standorten in Österreich jetzt schon. Und die werden aber als Schulversuch zeitlich begrenzt und vor allem als Ausnahme zur Norm gesehen. Und wir sind aber der Meinung, dass diese bunte Vielfalt an innovativen Schulen mit innovativen Konzepten, mit jeweils unterschiedlichen Auffassungen, wie man zum Ziel kommt, das sollte die Norm sein. Gut. Wir lassen das stehen, verlassen aber die Jungen nicht ganz in dem Sinne, dass du ja zu Recht gesagt hast, die fetten Themen gehen uns alle an, solange wir leben. Du hast gesagt, die Bildung vor allem auch muss auf die Zukunft ausgerichtet sein. Nun ist die Zukunft ein weites Feld und das wird ja auch immer kontroversiell diskutiert, was jetzt auf uns wirklich als die fetten Dinge zukommen. Also der eine sagt, AI, also Artificial Intelligence, ist die größte Chance, es wird uns befreien. Die anderen sagen, es ist die größte Katastrophe, es wird uns alle umbringen. Die einen sagen, der Klimawandel ist die größte Katastrophe. Die anderen sagen, der Klimawandel ist eigentlich normal und damit wird man umgehen müssen.
Du hast als Politikerin, wie ich gelernt habe, in den letzten Jahren doch Zugang, vor allem auf Europaebene, zu sehr interessanten Informationen, die der normale Bürger nicht bekommt. Also ihr bekommt meiner Meinung nach recht gute Berichte und Studien und so weiter, durch die ihr euch auch arbeiten müsst, um Entscheidungen zu treffen. Mhm. Basierend darauf, und ich meine es vor allem auf europäischer Ebene, was würdest du denn so als die Top 3 Challenges, ich weiß es breit, aber wir werden sehen. Ne? Also Klima, Arbeit, es gibt da wirklich Unterschiede. Sicherheit, ja, also es gibt mittlerweile, kenne ich Menschen, die beschäftigen sich mit Klima, die sagen, um die Klima macht ihr keine Sorgen, was uns zuerst schnalzen wird, sind die Sicherheitsproblematiken, die sich aus dem Wandel ergeben. Ja? Also das meine ich damit. Ja. Wo sagst du, hey Freunde, passt auf, wir diskutieren über das, aber währenddessen fährt von uns dahinter uns der chinesische Zug über den Kopf. Ne? Also so ganz generell würde ich mich nicht trauen zu sagen, das sind die Top 3 Dinge, weil es dann weil es dann in der Politik, also ich bin immer dagegen, in der Politik zu sagen, ja, das ist wahnsinnig wichtig, aber zuerst müssen wir uns um so und so kümmern. Weil ich denke, dass Politik hoffentlich auch die Fähigkeit besitzen muss, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen. Das ist gut, also mehrere Dinge können wir gleichzeitig machen, aber es schwimmt doch immer Klima, was nach oben. Also Klima ist ein wichtiges Thema, aber es hängt mit vielen anderen Dingen zusammen. Und das ist vielleicht eine Top 3 Herausforderung, wie Europa es schaffen kann, beim Thema Forschung und Innovation federführend zu werden in der Welt. Wir sind es nämlich im Moment nicht. Und ich finde das mehr, sehr, entschuldige, wenn ich das sagen darf. Nicht mehr. Ja, nicht mehr. Die Frage ist, wann waren wir es mal? 19. auf 20. Jahrhundert, ziemlich, also in vielen Bereichen. Also wurscht, kann man diskutieren. Wo ist der Motor erfunden worden? Wo ist also Medizin, wurscht. Also ich glaube, wir waren es einmal. Ich sehe es ja, muss ich persönlich sagen, auch gar nicht als Wettbewerb. Ich bin ja ein Globalist in dem Sinn, dass es super ist, wenn irgendwo irgendwer eine gute Lösung erfindet. Aber halten wir fest, Europa kommt Exkurs. In... Exkurs vielleicht ein bisschen. Ich glaube nicht, dass es egal ist, wo das passiert. Okay. Ich glaube, es ist nicht egal, ob 5G-Technologie aus China kommt oder aus Europa. Es ist nicht wurscht, ob das in einem autokratischen System einer breit gefächerten Überwachungsdiktatur passiert. Hast oder du recht, in einer weil Demokratie. Dann ist vielleicht etwas drinnen, was uns nicht. Ich sehe das aber ich verstehe, was du meinst. Nein, okay, halt mal das fest, es ist nicht egal. Es ist nicht egal, weil gerade bei Technologie und dahin, wie die unser individuelles Leben betreffen kann. Ob wir die so gestalten, dass sie die Freiheit des Einzelnen, den Schutz der Privatsphäre, die Menschenwürde als Ziel setzen quasi, dass jeder technologische Fortschritt das Ziel haben sollte, diese Freiheit größer zu machen. Das heißt, dass es in der Entwicklung mitgedacht wird, anstatt Kontrolle. Das muss da dabei sein. Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese Werte, sagen wir jetzt europäische, westliche Werte der Aufklärung, unbedingt in der Entwicklung solcher Technologien mitbedacht werden sollten. Das bezieht dann auch die medizinischen Technologien, die vorher kurz gefallen sind. Genau, und deshalb ist es nicht wurscht. Gut. Also ich habe es positiv gemeint, wir teilen uns irgendwann alles. Du hast recht, das zu beschränken. Macron hat vorgestern gesagt, wir müssen aufpassen, weil die Chinesen Südeuropa bereits gekauft haben, mehr oder minder. Ja, das ist richtig. Ist das richtig? Du bist mit der Macron? Okay, ich muss sagen, es ist richtig, wenn man die Fakten sich anschaut. Ja, aber da sind wir ja gleich beim nächsten Thema. Sicherheitsthemen. Also es gibt die Sicherheitsthemen extrem auf der digitalen Seite, sage ich einmal, in unserem alltäglichen Leben, also die digitale Überwachung. Und dann möchte ich dann nachher anschließend mit dir eine Runde machen über weltpolitische Sicherheit bzw. Unsicherheit. Du bist ja warst ja auch im Wissenschaftsausschuss, aber im Nationalrat, also du bist an dem Thema dran. Ich kann mich auch erinnern bei dieser Veranstaltung, dass du meiner Meinung nach gut informiert über das Thema des Schutzes der Privatsphäre gesprochen hast. Wie sieht's denn aus? Wie steht es denn um unsere Privatsphäre? In Europa vergleichsweise gut, in anderen Ländern dann natürlich nicht. Wobei in Europa, es kommt auch darauf an, in London hat man jetzt ohne großes Tamtam in der halben Stadt Videoüberwachung mit Facial Recognition Systems, ja, also auch mit den Chinesen, glaube ich, haben die eigentlich auch entwickelt, ne, diese Software, soweit ich das weiß. Also entwickelt wird es auf der ganzen Welt. Aber gut, in China haben das schon gut getestet. In China sieht man, zu was das führen kann, wenn zum Beispiel
Wenn diese Technologie nicht nur dazu verwendet wird, die Menschen Dauer zu überwachen, sondern dann auch in mancher Konsequenz dazu führt, solche furchtbaren Auswüchse des religiösen und ideologischen Nationalismus. Oder Sozialkonten, ne? Also ich gehe bei Rot über die Straße, ich werde dabei gefilmt, ich habe ein Minus und kriege keinen Kredit mehr. Also so oft. Zum Beispiel, aber das schlimmste Beispiel in China ist natürlich, wie die Regierung mit den, chinesischen Uiguren umgeht, ja, okay. Die auch mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware aus der Straße herausgefischt und eingekastelt werden. Implizit rassistisch natürlich auch. Na, offen rassistisch, ja, nicht klar. Implizit rassistisch. Naja, aber in mitgedacht. Ne? Also gutes Beispiel, das wollen wir nicht. Nein, das, vor allem man weiß ja nie, wer herausgefischt wird. Nicht? Das gibt alte jüdische Witze über, warum die Friseure. Aber gut, wurscht. Also das wäre etwas, wo du sagst, dass man kann diese Technologie so entwickeln, aber man muss ihre Nutzung. Ja, wie macht man das? Das heißt, ja, da sind wir wieder dabei. Was kann und soll Politik leisten? Politik soll nicht sagen, wir dürfen solche Dinge nicht entwickeln und wir sollen der Forschung der Forschung und Entwicklung einen Regel vorschieben, wo wir glauben, wo es nicht hingehen sollte. Nein, die Politik hat mit den Ergebnissen umzugehen. Und wenn das Ergebnis ist, es gibt diese Technologie, dann hat die Politik rechtzeitig damit umzugehen und zu sagen, das wird hier nicht eingesetzt. Oder das wird nur dann eingesetzt, wenn es diese und jene Vorgaben erfüllt. Ist das, was die Politik machen muss. Da kann man aber wirklich nur hoffen, dass möglichst liberale Vertreter da sind, weil ich kenne einige, auch in Österreich, die hätten gar nichts dagegen, wenn Gesichtserkennungstechnologien so funktionieren, dass man Leute, ja, natürlich. Aber was wir jedenfalls nicht tun können, ist, dass wir sagen können, bitte suchen wir nicht danach, weil so funktioniert Wissenschaft und Forschung einfach nicht. Wir müssen damit zurechtkommen, dass die Politik diese Dinge reguliert und deshalb ist es schlussendlich so wichtig, wählen zu gehen, weil man auch solche Dinge mitbestimmen muss und sagen muss, in der FPÖ, das ist eine Partei, die immer wieder zu Überwachungsmaßnahmen obwohl sie immer wieder behaupten, dass das eigentlich nicht ihre Meinung ist, wenn sie im Wahlkampf drinnen stehen. Es geht um die Sicherheit, sobald oder? Sie in der Regierung waren, ist es, wir haben den Staatstrojaner, dieses Überwachungspaket gehabt, ganz viele andere Dinge, die unter Schwarz-Blau jetzt beschlossen wurden. Die ÖVP, bei denen war das Thema Datenschutz, Privatsphäre eh noch nicht besonders hoch auf der Agenda. Das sind Dinge, die dringend diskutiert werden müssen, das sind vor allem Dinge, die breit diskutiert werden müssen, weil einem die Politik oft das Gefühl gibt, hey, dich betrifft das ja nicht. Du hast ja nichts gemacht. Du musst dir keine Sorgen machen. Das ist der Trick. Wir tun nur die anderen überwachen. Ein Kollege von mir von der FDP in Deutschland, der hat immer gesagt, wer nichts zu verbergen hat, hat vielleicht ein extrem fades Leben geführt. Und jeder von uns hat etwas zu verbergen, weil es liegt an uns zu sagen, was wir für uns behalten wollen. Ja, natürlich auch die Frage, das Threshold, wie wichtig dir die Gesellschaft ist. Also, aber jetzt vom Exkurs wieder zurück. Ja. Es wird, wenn man hier nicht irgendwann einen klaren Riegel vorschiebt, jeden von uns betreffen. Und das muss einem immer bewusst sein, wenn man über diese Themen redet und wenn jemand in der Politik dir den Eindruck wecken will, hey, Vorratsdatenspeicherung und solche Dinge, Videoüberwachung, dich betrifft das nicht. Das ist einfach nicht richtig. Also es ist auf jeden Fall gut, dass der Riegel vorgeschoben wird. Ich hege nur die Befürchtung, dass trotz des vorgeschobenen Riegels, wie ich unlängst mit Genetikern herausfinden durfte, trotzdem die Dinge gemacht werden. Was ist, und das führt gleich zur nächsten Frage, weil das hängt eben absolut, mehr Recht könntest du nicht haben, mit der Politik und den Menschen, die schlussendlich die Gesetze machen, ja, zusammen. Bist du da optimistisch? Also bist du optimistisch, dass in Europa zumindest, inklusive Österreich, das ja Gott sei Dank noch dazugehört, das funktioniert, dass wir das im Griff haben können? Was? Die Bedrohung der Privatsphäre durch Technologie. Ich glaube schon, dass wir es im Griff haben können und das sieht man, aber das ist eine Frage davon, wie wichtig das Wählerinnen und Wählern ist, dass sie dieses Thema auch immer wieder einfordern bei Wahlen, dass es diskutiert wird, wie wichtig es der Politik ist, darüber zu sprechen, anstatt die Dinge einfach passieren zu lassen.
Und es hängt davon ab, wie stark wir es als Thema in der öffentlichen Debatte weiterhin thematisieren. Wenn man hier einfach abgestumpft die Dinge geschehen lässt, so wie es im Moment in London passiert, dann habe ich auch grobe Befürchtungen. Aber ich sehe das immer sehr optimistisch. Ich sehe immer das Potenzial, das Ganze optimistisch zu sehen. Es ist eine Frage des politischen Engagements. Das Engagement von NEOS in dem Bereich Bürgerrechte, Privatsphäre, Datenschutz ist sehr stark und wir kriegen auch immer wieder sehr positive Rückmeldungen darauf, dass es Gott sei Dank noch eine Partei gibt im Nationalrat, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Gut so. Hängt das nicht aber auch sehr viel mit Wirtschaft zusammen? Und gerade auch in doch recht liberalen Wirtschaftssystemen haben Firmen, die über sehr, sehr viel Geld verfügen, heutzutage in dieser Welt, wertfrei, Möglichkeiten, Politik zu machen. Sowohl auf einer Lobbying-Ebene als auch einer Marketing-Ebene. Du kennst dich ein bisschen aus mit Marketing, du hast das studiert. Ist da nicht die Politik auch teilweise, ich möchte nicht sagen der Sklave, aber auf jeden Fall ein bisschen ein Spielball von Wirtschaftsinteressen auch? Also ich habe da schon das Gefühl, was du Facebook sagst oder nicht, hat man gesehen, dass das funktioniert. Gut, das wird es bei den Jungen weniger wichtig, aber du weißt, was ich meine. Da ist die politische Ebene, da können wir Gesetze machen. Was hat das auf einer globalen Ebene damit zu tun, dass die Player, die Daten sammeln und so weiter und so fort, in letzter Konsequenz sagen, es ist mir relativ wurscht, außer es bleiben ihnen die Kunden aus. Sagst du dann, die Politik muss die Menschen so informieren, dass sie sagen, um Gottes Willen, und dann sozusagen sich zurückziehen von dem. Weißt du, was ich meine? Also das ist ein bisschen ungleich verteilt teilweise. Also mit dem Geld, von dem wir wissen, dass es im Spiel ist, ist die Wirtschaft doch, ist sie ein Stück weit nicht entkoppelt von auch der Justiz mittlerweile? Nein, auf gar keinen Fall. Und gut. Die Europäische Union beweist das immer wieder. Was die Politik jedenfalls nicht machen darf, ist da in vorauseilendem Gehorsam da niederzuknien und zu sagen, da können wir nichts machen, weil global tun sie, was wir wollen. Genau für das haben wir die Europäische Union. Wir haben den fast noch, gerade nicht mehr, größten Markt der Welt. Du meinst, das ist eine unglaubliche politische Gestaltungsmöglichkeit, die die Europäische global. Union dadurch auch hat, auch global. Und die Europäische Union beweist das auch immer wieder im Bereich der Wettbewerbspolitik, wo wir als Einzige auch global sagen, wir gestalten Wettbewerbspolitik, wir setzen die Regeln, die wir haben, auch streng um, was man an den Strafen, die gegenüber Google verhängt worden sind, gegenüber Facebook verhängt worden sind, auch klar sieht. Das ist wichtig, waren Milliardenstrafen, die sich dort auch klar in der Bilanz wiedergespiegelt haben. Und da hat die Europäische Kommission auch klar eingesehen, das muss so hoch sein, dass es bei denen auch einen Unterschied macht. Aber vor allem politisch ist es relevant. Und die Datenschutzgrundverordnung ist das beste Beispiel dafür, wie Europa es geschafft hat, durch Politik in Europa auch global Politik zu gestalten, weil sich viele Unternehmen auch global ihre Datenschutzpolicies anpassen haben müssen, weil der europäische Markt es verlangt hat. Gut, finden wir gut. Wir sind uns ja, denke ich, an dem Tisch einig, dass die Europäische Union etwas ist, das halten sollte. Ich möchte jetzt nicht auf die Brexit-Wahnsinn eingehen, obwohl er mich unterhält, da ich Politikwissenschaft in England studiert habe und es spannend finde, wie die Leute aufstehen und von links nach rechts gehen, noch immer die Daumen halte. Wenn ich der Letzte bin. Aber ich kann es mir eigentlich noch immer nicht wirklich vorstellen, dass das passiert. Ja? Mhm. Ich glaube nicht an den Brexit. Ich halte das für eine Verwirrung, eine Verirrung. Gut, kann passieren. Italien hat sich sehe ich auch schon wieder ein bisschen positiver, obwohl, wie lange es halten wird. Ja, aber die haben rechts auch versucht, also extrem rechts jetzt wieder abzuwehren. Ron Gamble gespielt. Frage zum Abschluss. Wo siehst du denn die größte Gefahr momentan, dass das, was mit Brexit, und das wird Auswirkungen haben, gar keine Frage, passiert, wo ist Europa am meisten gefährdet? Ich weiß nicht, ob das du warst, ich kann jetzt einen Fehler machen. Das hat natürlich auch wieder was mit der Sicherheit zu tun, der Bereitschaft, sich zu verteidigen und so weiter und so fort. Ja. Wird Europa in Europa ernst genug genommen oder
Oder beginnt es auseinander, die Union, dass die Union einen Wert besitzt für jeden, der drinnen ist? Oder hast du das Gefühl, siehst du ja vor Ort in deiner Arbeit auch, dass es schon Tendenzen des Auseinanderdriftens gibt? Und ich lebe in Tschechien, ich möchte jetzt also die Visegrad-Staaten haben eine sehr seltsame Einstellung, meiner Meinung nach. Teile von Deutschland haben eine sehr, sehr, Österreich gibt sehr seltsame Einstellungen, obwohl das nicht mehr so ein Problem ist. Siehst du, dass dieses Projekt ein bisschen hinkt, immer wieder sich neu erfindet und so weiter, aber vorwärts schreiten wird, oder sitzt du dort und sagst, ups, das könnte auseinanderfliegen? Siehst du die Gefahr? Die realistische Gefahr sehe ich nicht, weil ich sehr wohl daran glaube, dass die Europäische Union auch rechtzeitig wirklich auch die Notwendigkeit der Reformen erkennen wird. Und natürlich gibt es Negativbeispiele wie Matteo Salvini in Italien, Viktor Orban in Ungarn, die sehr stark auch auf Kosten der europäischen Einigkeit Innenpolitik betrieben haben. Aber wir reden viel zu wenig über alle anderen. Wir reden viel zu wenig darüber, dass Emmanuel Macron sehr proaktiv europäische Politik macht. Obwohl man, in Frankreich nicht so viel Blumentöpfe damit gewinnt, wie man sich erhoffen würde. Dass es ganz viele auch kleinere Staaten gibt, die sehr proeuropäisch sich immer wieder auch für Reformen einsetzen. Und wir dürfen auch nicht Opfer unserer eigenen Weltuntergangsszenarien in Bezug auf die Europäische Union werden, weil das auch eine self-fulfilling prophecy sein kann, muss man auch einmal sagen. Also lieber positive Visionen hinstellen und dafür arbeiten. Ja, natürlich. Es muss immer vor allem auch, weil die Europäische Union, und das ist auch der Grund, warum wir auch so proaktiv für die Vereinigten Staaten von Europa plädiert haben und warum auch die europäische Parteienfamilie, die Liberale, so stark auch für mehr Europa plädiert, auch wenn nicht alle das vielleicht so benennen wie wir, weil wir daran glauben, dass Europa wieder ein Ziel braucht, wo es hinarbeiten kann. Wir hatten nämlich in der Vergangenheit immer wieder diese Weiterentwicklungsschritte, diese Vertragsänderungen, wo man gemeinsam daran arbeiten konnte. Weil man hat sich, der erste Schritt war nämlich immer, dass sich darauf einigen, dass man ein nächstes Ziel hat. Und gut, das fehlt im Moment. Gut, dann also zwei Dinge jetzt noch dazu, das ist wichtig. Vereinigte Staaten von Europa bedeutet ein gemeinsames Steuersystem, auf einer Ebene schon, denke ich mal. Was bedeutet das gemeinsame, was bedeutet das für die, die es vorantreiben, gemeinsame, also Vereinigte Staaten von Europa, inklusive der Frage nach der Verteidigung, die nicht unwichtig ist? Ne? Der wesentlichste Aspekt von Vereinigten Staaten von Europa ist eine lebendige europäische Demokratie. Es ist eine Direktwahl des Kommissionspräsidenten, es ist eine echte europäische Regierung, es ist ein reformiertes europäisches Listenwahlrecht, wo man auch europäische Parteien wählen kann. Es ist das Wahlrecht für jeden EU-Bürger, egal in welchem Land er jetzt seinen Hauptwohnsitz hat, dass er dort wählen kann, wo er lebt. Ja, egal ob er jetzt Staatsbürger ist. Ja. Das heißt, ich in Tschechien wähle dann die portugiesischen Grünen zum Beispiel, oder? Nein. Wenn ich Portugiese bin und in Tschechien lebe, kann ich in Tschechien das Parlament wählen. Achso, aber jetzt innerhalb von Europa, wen kann ich dann, also immer, das habe ich noch nicht ganz verstanden, ich wähle in dem Land, wo ich bin, die Vertretung, wen ich möchte. Wenn ich möchte. Und die gehen dann auf europäischer Ebene, sind die zusammen. Also wenn ich grün wähle, kann ich in Tschechien grün wählen. Nein, unterschiedliche Beispiele, aber das ist in dem Fall, der Portugiese, der in Tschechien lebt, kann sich dafür entscheiden, dass er sein nationales Wahlrecht in Tschechien wahrnehmen möchte und dort das nationale Parlament wählen möchte. Okay, das ist was anderes. Und wenn dann aber eine Europawahl ist, kann er eine europäische Partei wählen. Er kann zum Beispiel die europäischen Liberalen wählen oder die europäischen Grünen wählen. Also in Tschechien wählt er dann die tschechischen Grünen und auf Europa eben die europäischen Grünen. Na, wenn ich es verstehe, dann die Gescheiteren. Ja, okay, verstehe ich. Also eine Stärkung dieser demokratischen Instrumente also und Strukturen. Also das ist das Wichtigste. Die Vereinigten Staaten von Europa, die kann es nur geben, wenn es eine lebendige europäische Demokratie gibt, eine echte europäische Demokratie und eben auch eine echte europäische Regierung statt der Kommission. Das hat aber natürlich Auswirkungen, massivere, natürlich dann wieder auf die Nationalstaaten. Zum Beispiel die Ulrike Gero bringt immer wieder ein Europa der Regionen
Also dass man sozusagen auch vom Denken her beginnt, sich seine europäische Identität, ich bin Europäer und dann bin ich Vorarlbergerin oder ich bin Böhme oder was auch immer. Ist das etwas, wo ihr auch damit könnt? Also sozusagen zu beginnen, den Nationalstaat, die Erfindung des 19. Jahrhunderts endlich, darf ich sagen, zu beginnen aufzulösen und in größeren Strukturen zu denken. Oder nicht? Die Idee ist mir auch total sympathisch. Ich glaube, schlussendlich muss man sich politisch überlegen, wo kommen wir eher hin? Und ich kann natürlich verstehen, dass viele auch eine emotionale Verbindung zu ihrem Nationalstaat haben. Ich bin nicht der Meinung, dass man den deshalb abschaffen muss unbedingt. Sondern weicher mir machen, ist es wichtig. Die Frage ist: Ist es einem wichtiger, den Nationalstaat abzuschaffen, oder ist es einem wichtiger, die Vereinigten Staaten von Europa zu schaffen? Und ich glaube, dass wir mehr daraus gewinnen werden, wenn wir durch die Erschaffung dieses Neuen, dieser Vereinigten Staaten von Europa, als europäische Gemeinschaft wesentlich mehr gewinnen können, weil wir uns, und das ist vielleicht die Frage, weil wir uns auf ein neues Ziel festlegen. Etwas, das es davor noch nicht gegeben hat. Also die Vision und, in der Arbeit dorthin, genau. Dann kommen wir näher zusammen. Ja, und dann werden wir zwangsweise nicht mehr in den Denkschablonen des 19. und 20. Jahrhunderts hantieren. Das heißt, summa summarum, Alternative zur Union siehst du nicht. Also ein Europa der Nationalstaaten ist nicht, auch selbst wenn es eine zwei Geschwindigkeiten Europa oder so, all diese Gespräche. Ja, wer auch immer die Verzwergung des Kontinents möchte und unbedingt will, dass unsere europäischen Werte global Stück für Stück an Bedeutung verlieren und wir letztendlich vollkommen in die Wurstigkeit abgleiten, der kann das natürlich unterstützen. Verzwergung ist im Übrigen, Verzwergung ist ein schönes Wort. Selbst der Slavoj Žižek, den man nicht angreifen kann dafür, dass er ein zumindest Wirtschaftsliberaler ist, sagt öffentlich mittlerweile immer mehr, dass die Europäische Union die letzte Bastion des sogenannten Humanismus ist. Ja, also das ist interessant. Deine persönliche Zukunft jetzt, was immer bei den Wahlen passiert, über die wir Gott sei Dank relativ wenig gesprochen haben, über die österreichischen, du willst in Europa bleiben. Also wir bleiben in Europa. Entschuldige. Also, nein, ich kenne dir ja nicht für den Nationalen. Ja. Aber ich kann dich schon sehen, dass du auch in der Partei weiter nach oben nicht schwimmst, sondern gehoben wirst. Aber Europa ist dein Ding. Ja. Europa ist dein Ding. Okay. Dann hoffe ich, dass es nicht zu crazy wird, hin und her zu fliegen oder mit dem Zug zu fahren. Man muss fliegen fast. Ne? Ja, es ist das leider eine Konsequenz dieses Jobs, dass es in vielen Bereichen für viele Abgeordnete nicht möglich ist, mit dem Zug hinzufahren. Na, vielleicht werden wir alle ein bisschen langsamer in der Zukunft, dann fahren wir mit dem Zug und mit dem Schiff. Oder das wäre schön, ja. Mit dem Schiff ein bisschen schwieriger. Herzlichen Dank, von Fluss zu Fluss. Herzlichen Dank für die Zeit. Liebe Freunde der Küche, das war positiv überraschend für mich. Ich hatte mir ganz andere Fragen überlegt und die Frau Gramon hat das schön übernommen und ein paar Sachen auf den Tisch geworfen, die wir noch nicht drauf gehabt haben. Und das ist gut so. Wer möchte, und ich rege jeden dazu an, kann sich das eben nochmal anschauen, dank der Gnade des Internets. Und darüber hinaus bis zum nächsten Mal und alles Gute. Idealism prevails. Make the world a better place.